So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Hof Bergmann mit mir, dem Mark. Wir werden jetzt unser Stroh einlagern, das geht nämlich hier meiner Meinung nach. Ich habe zwar noch keine Ahnung wie, aber irgendwie bin ich mal gespannt, ob wir jetzt hier irgendeinen Träger kriegen oder ob wir so ein, das Teil. Hier gibt es irgendwie ein Knöpfchen. Das Teil geht schon mal an. Jetzt habe ich auch einen Abladepunkt. Jetzt geht er. Oh. Das schießt er jetzt da rein. Ja. Hier oben drauf wird es gelagert, oder wie? Ist ja mal mega geil. Das ist doch schön. Das heißt, den werden wir jetzt auch wieder auf die Tour schicken. Einfach mal gucken, was wir mit dem Klaas. Oh, Körnermeister, ja. Wir müssen jetzt gleich erst einmal zum Trecker da oben gucken. Den einstellen. So. Du fährst mir jetzt. Ah, ah, scheiß drauf, du fährst jetzt. Abfahrer reinlassen, du machst es nämlich wieder verkehrt. Bin schon unterwegs, Drescher. Zack. Zack. So. Kursaufzeichnung beenden. Du drisch das, machst. Ach, nimmst dir den MF. Sagst einfach, wo ging das denn? Da. Abstand, da, Wendekreis, ganz klein, starten bei. Fahrer einstellen. Fett gegen Baum. Ich sehe es kommen. Ich wusste es, der ist doch alle zu dämlich und zu kacken. Aber war gerade Speicher. Aber ich säg den Scheiß gleich um hier. Warum? Opfer entlassen. Keine Ahnung, was das jetzt genau nochmal war. Wir müssen jetzt mal selbst kurz reingucken. Ich könnte auch kurz in den Klaas springen. Genau. Das ist genau das, was ich eingestellt habe. Guck mal, was macht und ob es nicht macht. Gut aus. Das hat er jetzt scheinbar auch begriffen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier mit und damit fahren wir jetzt zum Viehhandel. Das heißt, ab geht's. Kurse weg. Kurse weg. Fahr. Kursaufzeichnung beginnen. Abfahrt einstellen. Sicher. So. Das heißt, ab in Richtung Viehhandel und dann dort verkaufen und hoffen, dass es. Ich denke, genug ist für den Gruber. Weil dann werde ich nämlich einmal alle Felder einmal untergrubbern. Weil jetzt auch noch Stroh drauf liegt und. Kann sein, dass ich das sogar offscreen machen werde. Weiß noch nicht, ob heute Abend. Glaube ich nicht. Oder morgen. Obwohl, ich muss morgen aufnehmen. Könnte man also dabei machen. Es gibt genug zu tun. Und ich habe zu wenig Schlepper. Aber das ist uns ja bekannt, dass ich zu wenig Schlepper habe. Ja, schön, selbst schuld, dass er im Verkehr steckt. Die ersten zwei Runden ums Feld drumherum sind immer die Qual bei dem CP. Immer. Ich hasse es. Naja. Ach, wir müssen auch noch die Gülle von den Leuten hier wieder abholen. Also, das müssen wir auch noch in Angriff nehmen. Das sollten wir natürlich auch noch machen, bevor wir spulen.
und die dann verkaufen. Oder ja, man kann ich die in den Gülle-Separator werfen? Das wäre, glaube ich, nochmal ein Versuch wert. Ist ein Versuch wert. Das müsste ich mir aber dann selbst nochmal genau angucken. So. So. Hof. Scheiße. Rascher, komm in Ballung. Da rein. Traumhaft die Ente. Schön. Ich fahre einfach mal rein und gucke, ob ich es da verkaufen kann. Oh, der Schlepper könnte auch ein bisschen Sprit vertragen. Oh ja, es wird Geld. Es gibt Geld. Deutsch. Und es gibt gut Geld für den Anhänger. 75.000. Damit kann ich leben. Denke ich mal, ich denke ich auch. 70.000 ist doch ein netter Betrag für. Genau. So, wie sieht's aus? Könnermeister 29, Stroh 25, Könnermeister 73. Meine, der Klaas. Ich glaube, ich werde den Klaas mal auftauschen, wenn irgendwann austauschen, weil der ja so leckt. Ich werde mir das Geld wieder gut schreiben oder einen anderen nehmen, weil ich glaube, das ist jetzt nicht. Speichern, perfekt. Wir holen uns jetzt gleich den Grubber. Und dann müssen wir mal gucken, rein wir grubbern. Alle Felder. Und dann wieder ansäen. Apfelplantage, Gülle. Dann müssen wir mal gucken, was wir machen. Dann ist der Tag rum. Wahrscheinlich. So, speichern. Viehhandel, Hof. Enter. Zack, zack, zack. Stellen wir den jetzt hin. Eschen da, wo Platz ist. Dann eigentlich nicht mehr am Hof. Wird das voll. Ich könnte mir den oben hinstellen, dann kann ich den nochmal befüllen mit Kompost zum Fahren. Ich mache das denn eher mit dem Roten. Ja. Ich stelle den jetzt erstmal hier einfach nur unter. Scheißegal, erstmal. Hauptsache, der steht irgendwo. Wenn ich den brauche, kopple ich den morgen wieder an und fertig. So, jetzt brauche ich Hofhändler. Das heißt, ich werde der Stimme, Hallöle, den Grubber kaufen. Wie weit ist denn der? 6 Meter? 10 Meter? Kaufen. Ja.
extrem voll. Ich glaube nicht, dass ich den ankuppeln kann an den Dings. Ich glaube, das klappt nicht. Würde mich zumindest sehr wundern. Steckt im Verkehr fest? Schön. Soll's arbeiten und nicht im Verkehr feststecken. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich kann es aber einfach mal testen. Nein, gut. Meine Gedanken haben sich bestätigt. Hier fährt hier echt Kreise. Hier fährt gut, der ist da. Lässt Abfahrer entlassen. Zack, zack. Dann fahre ich jetzt eben zum Hof, werde dann den. Oder werde den Grober schon mal fett abstellen und mir eben den. Den Auflieger eben. Steckt im Verkehr fest. Scheiß Trecker. Hätte den dann eben mir den Anhänger da oben hinstellen, dass ich den nochmal voll machen kann, dass der Kompostmaster weiter produzieren kann. Ja. Weil eigentlich noch so ein, zwei Schlepper werden. Als wie wir sehen, wir haben alle drei Schlepper im Einsatz, die wir haben. Also der Fendt, der Deutz und der Glas. Plus ein Drescher. Sind vier Sachen aktuell, die mit CP im Einsatz sind. Oder gleich im Einsatz sind, weil ich da aktuell drin sitze. Noch. Auto speichern, perfekt. Der Anhänger gleich nochmal voll. Ich werde mal kurz was testen, ob. So, hallo, wieder da. Kurz zwei Sachen geklärt am Rande. So. Ich habe gerade kurz getestet, ob ich grubbern kann. Die A-Funktion nuckelt auch. Nein! So, das heißt, den werden wir jetzt kurz da oben hinstellen. Kann ich jetzt gleich den Grubber ansetzen. Und kurz gucken, warum der MF im Verkehr versteckt. Wahrscheinlich, weil der Deutsch jetzt dämlich ist, um an der Seite zu fahren. Gehe ich davon aus. Könnte sich aber überlegen, ob man nicht irgendwo ein Förderband irgendwann hinstellt. Aber aktuell finde ich Schippen noch ganz angenehm. Ach. Und den werden wir jetzt eben losschicken zum Grubbern. Genau. Da werde ich jetzt auch den Grubber ein bisschen kleiner stellen, dass der wirklich alle Ecken mitnimmt. Weil ich das ganz gerne so hätte. So. Was soll er machen? Düngen, säen, Feldarbeit soll er machen. Auf dem. Erstmal Feld einstellen. Feld. Das heißt, das ist Feld 1. Mit einer Arbeitsbreite von 5,50 Meter. Zack. Und dann möchte ich aber, dass der. Am Ende.
zweimal das macht. Zeigen. Sieht gut aus. Optimal, aber könnte gut werden. Abfahren am ersten Abfahrer einstellen. Wir gucken später noch mal rein. So. Der ist wieder zu dämlich, um zur Seite zu fahren. Und das heißt, ich stelle ihn jetzt wieder ein. Auch 93%, das heißt, er wird gleich auf dann zum Hof zurückfahren. Und damit werden wir jetzt weiterarbeiten. Ja, damit werden wir weiterarbeiten. Axel hat durchdrehende Reifen. Alter, fuck Bäume ab und zu, ey. Ich achte einfach mal, gucke jetzt einfach, was passiert. Ich hasse es, ich hasse es. Mach's doch einfach so wie die. Ab und zu hasse ich CP. So, und jetzt sag einfach Abfahrer einstellen. Pick dich, so. Nächster Punkt, wo fängt er an? Er fängt hier an. Dann will ich, sage ich, Autoscheifer. Ja, es dreht noch eine Runde, aber dann fangen wir an. Ich hasse den CP ab und zu. Zu doof zum Kacken ab und zu, ey. Aktuellen, nächsten. Nein, nächsten Punkt. Wario hat durchdrehende Reifen. Was? Achso. Wario? Genau, was macht Bad Fendt eigentlich? Ach ja, genau, da war es. Ich weiß es. Abfahrer entlassen. So, der Kompostmaster ist voll immer noch. Das heißt, wir werden das jetzt erstmal ins Lager kippen. Und der Hof sieht aus wie Sau. Muss man ja mal kacken dreist zu sagen. Mach den Hügel mal groß. Ich glaube, so können wir auch Gras und so weiter alles einlagern. Es gibt nämlich auch ein Grasstück, habe ich irgendwo mal irgendwo gesehen. Da muss ich ja dann mal nachgucken, wenn ich es gefunden habe. So. Dann sagen wir jetzt, fahr mal weiter. Und was machst du da? Das ist deine Route. Der Drascher sieht gut aus. Der muss nicht abtanken. Der Grubert, das ist auch gut. Das heißt, endlich können wir weitermachen. Und der ist ja leiser jetzt, genau zu den allen anderen Fahrzeugen. Aber ich werde jetzt gleich kurz eine kleine Pause machen, weil ich kurz was erledigen muss. Aber ein Schüppchen werden wir jetzt noch in den Anhänger reinpacken. Und dann werde ich pausieren, oder pausieren ist übertrieben, obwohl doch könnte man... Nein, ich lasse alles weiterlaufen jetzt, dass ich, wenn ich wiederkomme, dass hier eine reine Katastrophe herrscht, kann ja nicht mehr passieren. Sind wir ja schon gewohnt hier in dem Spiel. Gut, das heißt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das war natürlich schön.
Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen weiteren Samstag und wir sehen uns Sonntag wieder gegen 14 Uhr zur Folge des LS Singer Player Projekt. Bis dann, danke, ciao.